ja, also richtig cool, dass es geholfen hat. Und in dir geht's jetzt ja wieder super gut, oder? Oder der pisst da jetzt, oder? Der pisst da gerade. Okay. Nee, der halt nur einen Schlauch. Und ja. Gut. So. Da bin ich mal gespannt, was der sagt. Martha hat mir früher von Kira und den Heiligen Kriegen erzählt. Ich frage mich, ob sie je hier war. Was ist das denn für einer? Willkommen, Freundin. Mein Name ist Sargon. Verwalter mythischer und außergewöhnlicher Antiquitäten. Ich habe alles, was dein Herz begehren könnte und mehr. Für einen Preis, versteht sich. Klingt nach Geschwätz. Wie aufregend. Ja, wir spielen mal mit. Es ist so aufregend. Ich traf noch keinen Händler, der so stolz auf seine Waren ist. Was nicht? Sie müssen beeindruckend sein. Es sind die Besten in der griechischen Welt. Das verspreche ich dir. Sonst soll Zeus Blitz mich treffen. Ich trenne mich gern von meinen Drachmen, wenn der Preis angemessen ist. An Drachmen bin ich nicht interessiert. Ich akzeptiere nur Orichalkos als Zahlungsmittel. Was ist das denn? Davon habe ich noch nie gehört. Nur wenige haben das. Es ist ein kostbares Metall aus einer Zeit vor der unseren. Es besitzt viele Eigenschaften, die Sargon anziehend findet. Von sich in der dritten Person zu sprechen, ist sehr komisch. Okay, es geht mir körperlich besser denn je. Ah, ja, wie cool. Freut mich voll. Den meine ich, dieser Typ gibt dir seltene Skins und Ausrüstung. Was verkaufst du? Was genau hast cool. du zu verkaufen? Viele Dinge, meine Freundin. Viele Dinge. Ich habe Waffen, Rüstungen, modische Kleidung und hübsches Beiwerk für dich, deine Freunde und sogar für dein Schiff. Mhm. Welcher Händler nimmt keine Drachmen an? Jener, der an einer selteneren und wertvolleren Bezahlung interessiert ist. Touché. Sag mir, wo ich Orichalkos finde. In der ganzen griechischen Welt, wenn du weißt, wo du suchen musst. Oder sieh dir die Nachrichtentafel an. Dort findest du besondere Aufträge. Sargon ist nicht der Einzige, der mit Orichalkos handelt. Okay, zeig mal. Zeig her, was du anzubieten hast. In Origins war es nur Geld, was du gebraucht hast. Aber alle haben gecheatet. Jetzt musst du Steine sammeln. ja, sag mir mal. Gut, Aktualisierung in 2 Tagen und 18 Stunden und 30 Minuten. Okay, Abstergo, Galions Figur. Himmelstorso. Oh, ich kann nicht mehr lesen. Das ist eigentlich cool. Ich habe 27. Oh, ich habe okay. Helm der Keres und verzierte Dolch. Das olympische Gabe. Erhält eine epische bis legendären Gegenstand für deinen Charakter oder dein Schiff. Ah, das meinst du? Inklusive der Gegenstände aus dem Shop. Meinst du die olympische Gabe? Ist es das? Sollen wir jetzt mal kaufen? Wir können es uns leisten. Okay, schauen wir mal. Okay. Holzstreitkolben, schwere Kolben, schwere Kolben. Oh, oh Mann. So, ja, okay. Na gut. Ein Bogen, ein Schwert, 2 Dolche und so weiter. Wäre alles cool gewesen, aber ist halt ein Glücksspiel, genau. Na gut. Schwert. Badass. Okay, dann laufen wir mal damit kurz rum. Ja,
Aber einmal habe ich eine nice Galeonsfigur bekommen und einmal eine neue Crew. Ja, cool. Na gut, aber 20 ist ja, ich denke mal, gut zu finden, oder? Ja. Da gibt es ein Ausrufezeichen. Ist das näher? Ausrufezeichen? Wird nicht angezeigt. Du hast dir so viel Geld gecheatet und okay. No. Scheiß drauf. Scheiß auf sie alle. Götter, Orakel und vor allem Seeleute. Piraten. Was ist dein Problem? Was ist nicht mein verfluchtes Problem? Das Orakel zum einen, die See zum anderen, von meiner Mannschaft ganz zu schweigen. Du hast mit dem Orakel zu tun? Du bist weit weg von Delphi. Hatte zu tun. Und womit ich zu tun habe, geht dich nichts an. Ich brauche keine Söldnerin. Wenn überhaupt, dann brauche ich Götter. Ich bin eine Göttin? Ja. Oder du kümmerst dich selbst darum. Ich mach mal das zweite, weil das erste kann man nicht nehmen. Wenn man was erledigt haben will, muss man es schon selbst tun. Da hast du recht. Man kann Göttern und ihren Dienern nicht trauen. Also, wer bist du? Ich bin Gelon von der Heizahn. Die Heizahn ist dein Boot? Sehe ich aus wie ein verfluchtes Fischersweib? Ich führe ein Schiff, kein Boot. Pass auf, was du sagst. Es war nur eine Frage. Ich nehme das zweite. Es war nur eine Frage. Ich bin hier, um zu helfen. Oh, es ist nicht deine Schuld. Nach dem Geschäft mit dem Orakel wollte ich mein Schiff und meine Mannschaft hier treffen. Das war gestern und sie sind nirgends zu sehen. Du hast das Orakel befragt? Also du hast das Orakel befragt? Die? Von wegen. Eher würde ich den Wind aus meinem Arsch befragen. Warum warst du sonst dort? Rein geschäftlich. Ich schätze, ich kann es dir verraten. Sie sagt mir, woher die Pilger kommen. Dann sorge ich für ihren Transport und wir teilen die Einnahmen. So läuft das. So, du willst mir also sagen, das Orakel hätte eine göttliche Eingebung, von woher die Pilger anreisen werden? Ha, nein, verdammt! Sie fragt die Gläubigen, wie voll ihre Häfen sind und sagt es mir. Ganz einfach. Oh. Du hast geschäftlichen Fokus zu tun? Ich mache überall Geschäfte. Ja. Aber im Moment suche ich nur nach meinem Schiff. Also, wo ist die Heizahn? Ich wäre nicht hier, wenn ich es wüsste, oder nicht? Also gut, ich drücke es anders aus. Wo sollte die Mannschaft jetzt sein? Nun, ich schickte die kleine Giki fort. Pilger laufen im seichten Wasser oft auf und, wir helfen sozusagen. Oh, die Kleine? Ja, die beste Hilfe, die ich je hatte. Und mehr. Finde mein Schiff und meine Giki, ja? Ich bezahle dich. Dann helfe ich ihr mal. Ich finde heraus, was geschehen ist und bring sie her. Wo könnte sie sein? Hast du eine Ahnung, wo sie sein könnte? Die Küste im Südosten ist ein gutes Revier für uns. Man kann ganz leicht reiche Pilger in eine Bucht locken. Ihr seid Piraten. Und wenn es so wäre? Ich bin die Piratin, die dich bezahlt. Und ich bin nicht immer Piratin. Nur in meiner Freizeit. Freizeit? Bist du sicher, dass die Mannschaft nicht gemeutert und dich verlassen hat? Nicht, wenn meine Giki am Ruder steht. Und sie haben den letzten Anteil noch nicht bekommen. Sie würden nicht ohne Bezahlung abhauen. Beschreib mir Giki. Sie ist wunderschön. Daran besteht kein Zweifel. Küsst wie der Sommer. Schon vom ersten Moment an war es um mich geschehen. Das hilft nicht. Ja, gut. Sie hat rabenschwarzes Haar und ein teures Armband, das ich ihr gab. Sie legt es unter keinen Umständen ab. Na dann. Ich finde sie und komme so schnell es geht zurück.
Dann muss der Pokis die Hauptquest warten. So, ich habe die 1 genommen bei beiden Mal. Beide Mal. Die 1 ist schon. Ja, also ich bin Göttin. so lustig. Vor einer Minute, ich brauche keine Söldner. Jetzt, ich bezahle dich. Das stimmt. Also ich bin ja nett, aber die nervt so, da hätte ich auch die 1 genommen. ja, schön. Gut, sie hätte auch ein bisschen weitergehen können, aber sie hat ja, glaube ich, nicht das, die Cam wie ich. Entschuldigung, das war ein bisschen laut. Das Navi wie ich. Also entweder die sind gemeutert, haben die Geeky getötet, das Armband abgemacht und sind damit weggegangen, oder sie sind alle tot. Oder ist das die Geeky? Nee, glaub nicht. Blatt. Warte mal. Das ist etwas weit, ruft die. Ja, das ist echt ein bisschen. Warte mal. Ich kann die ja nicht rufen, ne? Ich kann die nur rufen, wenn ich an einem Hafen bin. Glaube ich. Ich nehme jetzt einfach mal das Segelboot. Das braucht ja hier gerade niemand. Das wurde freundlicherweise für mich geparkt. Ich bin hier der Captain und segel mein Boot. Es ist ein kleines Segelboot. Das tut es auch in Not. Es tut mir echt leid. Sie. Ich bin echt gespannt, was da jetzt los ist. Flatsch. Ich find's cool, ich kenne ja jede Quest, ich habe aber keine Ahnung mehr von Fachtheorie, aber die Quests von Odyssee kenne ich alle. Schon lustig. Denke ich mir nur dabei. Mit diesem Boot kann ich nicht so weit raus. Ach doch, so an Küstennähe geht das schon. Das geht schon. Hier ist es ja seicht. Hier kommt auch keine Wellen hin. Alles gut. Selbst mit einem Baumstamm kann man das rudern. Stimmt, die Sache mit Mittelerde. Das stimmt aber wirklich. Oh, wir haben sogar ein transparentes Segel. Geil. Das ist die Heizahn. Oder das, was davon übrig ist. Ach, das da ist die Heizahn, okay. Hallo. Gut, dann erschieße ich die mal wieder von oben. Die Besatzung fiel den Haien zum Opfer. Alter, wenn ich das beim ersten Mal gewusst hätte, dass das so easy ist. Ich fiel sehr auf den Haien.
zum Fraß vor. So. Was passt zur Beschreibung von Gekis Armband? Oh. Gut, da ist noch was. Schaffe die Schätze. Oh, die haben die geklaut. Böse. Wird das so eine Quest? Hey, deine Frau ist tot und eigentlich hast du absolut alles verloren. Willst du jetzt mit mir... Bestimmt. Willst du jetzt bei mir mitmachen? Alter, hier ist alles voller Blut. Was ist da los? Stimmt, ich kann ja jetzt. Mal die fette Keule auf meinen Rücken ausprobieren. Ich hätte einen besseren Kampf erwartet. Wahrscheinlich wäre ich sogar noch mit ein paar mehr von denen fertig geworden. Vermutlich. Wenn du in der nächsten Schlacht mehr Spartiaten erledigt hast als ich, gebe ich dir einen aus. Aber das wird garantiert nicht passieren. Der hat sich auch umgedreht, dieser Blöde. Wieso geht der weg? Ich habe gepfiffen. Den kann ich runtersnipen. Ja, nee. Das ist eine blöde Stelle. Damage. Nicht schlecht. Ja, komm mal her, du. Das ist eine kleine Keule. Richtig. Und hier kommt der zweite. Das ist vielleicht komisch. Moment. Ich brauche Platz mit meiner Keule. Ja, das. Alter. Ja, vielleicht. Au. Autsch. Da. Der Tod ist da.
Also so eine, ja, so eine Keule ist jetzt nicht so. Warte. Oh nein. Warte. Niemand darf mich entdecken. Ah gut, das war das Falsche. Ja, jetzt ist es sowieso egal. Gut, danke, ich mach wieder die Dolche. Durchsuchen. Steig da hoch. Dann geh ins Bett. Boom, boom, boom. Boom, boom. Na, das ist mir zu öffentlich. Was war das? Ein Vogel. Wobei der ist ja jetzt hier, ja. Der ist ja jetzt schon. Ich hab sie! Ah, das ist alles nicht so super. Hallo! Boah, da, ich hab euch geblockt. Haha, ich bin so gut. Tja, wo bin ich jetzt? Patsch, 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 patsch. Was wirst du mir noch büßen? Wieso geht ihr eigentlich zusammen? Wieso kann ich mich gerade nicht heilen? Ah, danke. Ja. Ich kann mich gerade nicht heilen und ich war ein bisschen panisch. Also Eclipse einsetzen musst du echt noch üben, ja. Ja, das Ding ist, die Clips sind auf ein Panel und die Kamera und die Szenen sind auf einem anderen. Deswegen, ja, das muss ich noch ein bisschen überarbeiten. Naja, okay. So, dann hier mal alles einsammeln. Die verbrenne ich dann später. Ja.
sollte Gelon von Gigi erzählen. Von Gigi? Das ist eigentlich voll der süße Name. Gigi. Naja, wobei, das klingt ein bisschen nach in welchem Film ist das? Dieses Kiki? Das ist auch ewig her. Naja. So, gut. Mission accomplished. Warte mal. Das kann ich zerlegen. So, das kann ich auch zerlegen. Den zerlege ich. Den da behalte ich mal für das nächste. Für den nächsten Fight. Der Helm ist nicht von schlechten Eltern. Aber ich nehme die Kapuze. So. Jäger. Aber ich will den Skin so haben. 12, okay. 10 Jägerschaden und momentan habe ich mehr Jägerschaden plus Attentatschaden. Gut. So, ich muss mir aber angewöhnen, also auch ein bisschen mit den Knöpfen, also quasi so vor dem Kampf, während dem Kampf und so weiter, aber das ja, mei, das ist so eine Sache, gell? Also und das passt auch nicht immer, also muss da ein bisschen Feingefühl noch einbauen, aber naja. Ist ja immer so, wenn man neue Sachen ausprobiert. So. Alter, wisst ihr was? Es ist schon 10. Wir streamen jetzt schon seit fast 11 Stunden. Ja, doch. Alter. Also 12 Stunden ist echt kein Problem für mich. Das ist schon mal gut zu wissen. Das ist aber echt krass. Ja, eben, der Tag ging echt schnell vorbei. Vor allem, ich habe mir schon so überlegt mit Assassin's Creed. Ich wollte das ja so ganz normal anfangen und so weiter. Und dann habe ich mir die ganze Zeit überlegt, so, ja, aber was kann ich dann spielen, wenn es zu lang wird oder wenn man keinen Bock mehr hat und so weiter. Aber es macht halt schon sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich das als Stream weitermache, ob ich, also ich bezweifle, dass ich das in 3 Stunden oder auf 3 Stunden kürzen kann. Also so, oh, es sind schon 4 Stunden vorbei. Vielleicht. Aber ja, krass. Aber irgendwann müssen wir auch ausprobieren, ob ich in 24-Stunden-Stream schaffe. Oder müssen wir nicht, aber will ich mal probieren. Weil heute der Tag war schon sehr erfolgreich, finde ich. Also hat schon echt mega Spaß gemacht. Wir haben, glaube ich, 3 neue Follower geholt. Was echt wichtig ist, weil ich brauche ja 50 insgesamt. Und wir sind jetzt, glaube ich, bei 27. Also die Hälfte haben wir heute hinter uns gelassen. Voll gut. Mega gut. Und dann kann ich endlich anfangen mit Emojis und so weiter. Und dann kann ich auch VIPs machen. Und also das ist echt krass. Also man kann bei Twitch eigentlich erst richtig was machen, wenn man Affiliate ist. Also das heißt, also die größte Hürde ist wirklich die 50 Follower und das andere schaffe ich mit Links, also quasi, dass man pro Monat irgendwie an 7 Tagen streamt und
so und so 4 Stunden streamt und das ist alles easy. Aber das Follower zu bekommen ist halt natürlich schwer. Aber ja, heute war sehr erfolgreich und sehr cool. Und es ist noch eine Stunde weiter. Genau. Weiter an Tobi einfach. I crush in Cassandra. Ja. Warum nicht? So. Warum nicht? Sie ist ein NPC, aber okay. Gut. Ich fand dein Schiff. Jetzt komm schon, wo ist es? Wo ist meine Geeky? Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Meine Güte. Zeus könnte ganz Athen schwängern in der Zeit, die du brauchst, um den Mund aufzukriegen. Wo sind sie? Fuck, ich hab gerade was getrunken. Warte mal. Zum Glück nur Wasser. Moment. Zum Glück habe ich hier Klopapier neben mir. Wieso sagt ihr auch sowas, während ich trinke? Das kam jetzt ein bisschen unerwartet. Okay. Gut. Gut, was ist jetzt? Sie ist tot. Ich wollte es dir schonend beibringen. Ja, sie ist so eine taffe Lady, komm. Sie sind tot, klar. Und dein Schiff ist gesunken. Oh, meine Geeky. Ich habe nur ihr Armband gefunden. Geeky. Dann bin ich wohl keine Schiffsführerin mehr. Ohne Schiff keine Schiffsführerin. Du hast recht, Sarah. Man kann sie in die Besatzung tun. Egal, ich mach's, wir müssen sie ja nicht einsetzen. In meiner Besatzung wäre noch Platz für dich. Es ist nicht dasselbe wie ein eigenes Schiff, aber du wärst Teil der Familie. Nun, ich wäre lieber wieder auf See als hier bei diesen frommen Idioten. Abgemacht. Aber nur, bis ich wieder auf eigenen Beinen stehe. Natürlich. Nun, wo ist dein Boot? Schiff. Sie heißt Adrastea. Wenn du es sagst, Schiffsführerin. Das nennt man Captain. Ich bin ein Captain, okay. Okay. Ich will mal kurz schauen, was die kann. Maximale Schiffspanzerung. Ja, naja. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Wahrscheinlich schon irgendwann. Naja, okay. Was haben wir denn da?